guten Abend. Es freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Haben Sie herzlichen Dank für diese warme Zusammenarbeit, für viele Wochen, wo das für mich hier eine Freudeninsel war, das vorbereiten zu dürfen. Und dass der heutige Abend nicht nur ins Sudetendeutsche führt, sondern auch nach Schweden. Das mag eine Überraschung sein. Ich bin Gabriele Nilsson-Püchner. Zusammen mit meinem Bruder, der leider nicht hier sein kann, heute Abend Gerald, sind wir vierte Generation bei Püchner Holzblasinstrumentenbau. Gegründet 1897. Und da stammen wir aus dem sudetendeutschen Graslitz, da in dem Zipfel. Und im hessischen Nauheim sind wir seit 1948. Ich sage also wir, ich war damals noch nicht geboren, aber es fühlt sich eigentlich so an, als wäre ich auch in Graslitz geboren. Auch mein Mann, Magnus Nilsson, Schwede und Solofagottist im Helsingborger Symphonieorchester, ist eng mit der Graslitzer Geschichte verknüpft. Die Erzählungen und die Erlebnisse von meiner Familie, die ihn seither verfolgt haben, und wir waren in Graslitz zusammen und viele Geschichten. Aber auch deshalb, dass du Püchner vor Gott schon gespielt hast, bevor du mich getroffen hast. Ja. Als es am 12. April 1948 soweit war, auszusiedeln und die Heimatstadt Graslitz zu verlassen, da hat Firma Püchner gerade 50. Firmenjubiläum gefeiert. Da steht mein Vater Walter Püchner kurz vor seinem 18. Geburtstag. Seine Schwester Gerda ist 20 Jahre alt, die Eltern um die 50. Und der Firmengründer Vinzenz und seine Frau sind 78. Es war endlich soweit, Graslitz zu verlassen. Ja, endlich, da diese entfremdete Heimat keine mehr war. Freunde, Bekannte und auch Familienmitglieder mussten Graslitz im Zuge der Vertreibung bereits 1946 verlassen. Bei Familie Püchner ist dies nicht der Fall, denn sie sollen aufgrund ihres Fachwissens gehalten werden, zu bleiben. Firma Püchner ist 1947 enteignet worden und nun Teil der neu gegründeten staatlichen Firma Amati. Vor allem Walter Püchner, mein Vater, der seine Ausbildung gerade noch abschließen konnte, obwohl es ja niemanden gibt, der irgendwie ein Zeugnis ausstellen kann, er will unbedingt weg. In Graslitz gibt es keine Zukunft. Vater Josef ist da eher zögerlich, denn er hat eine doch angesehene Position bei Amati inne. Die täglichen Besuche Paula Püchners, meiner Großmutter, beim Aussiedlungsleiter mit Geschenken haben schließlich Früchte getragen. Ein letztes Mal erwandern mein Vater und seine Schwester die liebgewonnenen Plätze der Kindheit, gehen auf die Höhen und in die Wälder und nehmen Abschied. Und dieser Abschied, denke ich, war ein ganz wichtiger innerlicher Lösungsprozess. Meine Tante ist nachher nie mehr nach Graslitz gekommen und wollte auch nie mehr dahin. Die Familie hat ihre Kiste gepackt. Mitnehmen darf man nicht viel, 50 Kilo pro Person, Instrumente schon gar nicht. Vor der Abreise wird Josef Püchner von tschechischen Beamten die Ausreise verweigert. Industrieverschleppung wird ihm vorgeworfen. Was wird nun die Familie machen? Wie entscheiden sie sich? Von Familienzusammenführung ist ja da noch nichts bekannt. Aber diese Entscheidung treffen Walter und seine Mutter Paula sehr beherzt. Trotz der Ungewissheit, wann sie Josef wiedersehen, gibt es kein Zögern bei der Option für die Ausreise. Wir gehen.
Mein Vater sagt mir vor wenigen Tagen, wie er seinen Vater Josef angesichts dieser Entscheidung gesehen hat, wie er apathisch vor dem Feuer sitzt und da in die Flammen stiert. Und ja, auf dem offenen Lastwagendeck drängen sich dann am 12. April nun die Aussiedelnden und beginnen ihre zugige Fahrt gen Westen. Sich um den Hals gehängt und auf der Brust versteckt, gab es dieses Maßebuch. Hier kann man sagen, es ist das Herzstück des Büchnerschen Handwerks mit Maßen zu jedem Instrument, Aufzeichnungen, die seit Jahren schon vorgenommen worden sind in der in Vorbereitung dessen, was da kommen mag, dass sie, wenn sie keine Maße haben, nicht die Instrumente wieder beginnen können zu bauen. Also hier gibt es alles von Klarinetten unterschiedlicher Stimmungen und Bauarten bis Oboen, Fagotte, Kontrafagotte, Flöten bis hin zu Tarogato. Ein praktisches Buch, mit dem man täglich arbeitet. Als die Genehmigung zur Ausreise schließlich zu erwarten ist, nimmt ein Mitarbeiter viele Monate lang noch alle Maßen aller Bauserien ab und notiert sie hier. Das auf der Brust versteckte Schmuggelgut bleibt unentdeckt und das Buch kann Basis werden für den Neuanfang in Nauheim. Beim Wiederaufbau dient dieses Buch viele Jahre als tägliche Arbeitsunterlage. In unserer Familie gibt es eigentlich nicht diese musealen Dinge, sondern es ist das praktische, handfeste. Und hier werden also weiter Maße eingetragen, es werden neue Maße nach neuen Erkenntnissen geändert und alte Einträge gestrichen. Es ist immer ein lebendiges Stück der Püchnerschen Manufaktur geblieben. Nach den Wochen im Flüchtlingslager in Bensheim-Auerbach 1948 und der Ansiedlung in Nauheim lebt man in einfachsten Behausungen und eine Werkstatt hat man behelfsmäßig in irgendeiner Garage. Meine Tante Gerda versorgt die Familie durch ihr Gehalt beim Arbeitsamt, was sie bekommt, und hält somit Josef und meinem Vater Walter den Rücken frei für Reparaturen und schließlich Neubauten, als man über abgelagertes Holz verfügt wieder. Das ist auch eine schöne Geschichte, wo der Holzimporteur, der immer der gleiche war, schon mehrere Generationen, dann gesagt hat zu meinem Großvater, du, ich habe eine Partie altes Holz von 36, willst du das haben? Ja, hat er gesagt, ja, wir haben kein Geld. Und dann sagt dieser Freund, nimm das Holz und bezahl's, wenn du kannst. Ja, so war der Anfang. Dann endlich 1955 kam ein Wohnhaus mit Werkstatt, konnte gebaut werden. Und durch zuverlässige Arbeit wächst der Ruf der Firma zunehmend und die Holzbläser der Opernhäuser, der Sinfonieorchester und des Rundfunks nehmen uns als Anlaufstelle. Die merken bald, dass sie da sehr gut behandelt und hervorragend fachlich versorgt sind. Und so setzt sich das eigentlich bis heute fort. Musiker und Musikerinnen aus nah und fern besuchen unsere Werkstatt. Die haben dann ein paar Jahre gewartet, wir haben Lieferzeit und die dürfen dann ihr Instrument wählen. Wir stellen einen guten Service zur Verfügung und oft entstehen auch Freundschaften. In diesem Jahr feiern wir 125 Jahre Firmenjubiläum und erwarten viele uns eng verbundene Bläser und Bläserinnen zur gemeinsamen musikalischen Feier. Ein Wehmutstropfen ist mit Sicherheit, dass die Musiker aus der Ukraine und die Musiker aus Russland, mit denen wir sehr eng verbunden sind,
große Probleme haben und auch die Russischen so leiden. Und man spricht zu wenig darüber, was es für die russischen Musiker bedeutet, aber die sind genauso in meinem Herzen. Mitgenommenes. Hierzu gehört das Masebuch, aber auch die innere Passion für Musiker und die Musik, unser Bestes zu geben. Das fundierte Können und die gewachsene Erfahrung. Auch in der nächsten Generation, zu der ich gehöre, ist der Code von daheim irgendwie lebendig geblieben. Für mich ist Graslitz so viel mehr als nur ein Platz. Es ist die Gleichzeitigkeit von Erlebtem mehrerer Generationen. Es ist der gemeinsame Wertegrund. Es ist ein Synonym für unsere Zusammenarbeit mit hervorragenden, vorzüglichen Musikern, was in die Zukunft weist. Vergangenes, was nicht tot ist, sondern nicht einmal vergangen ist. Wenn ich mit meinem 92-jährigen Vater spreche, Walter Püchner, und da kommen wir immer auf das Thema daheim. Das ist immer Gegenstand unserer Gespräche. Auch gestern waren wir mit ihm zusammen im Restaurant und auf der Nachhausefahrt hat dann Magnus und er angefangen zusammen zu singen. Und das, was uns Magnus gleich spielt, hat dann mein Vater nochmal in der Volkslied-Version nachgesungen. Da geht es um Rauchfangkehrerbuben. Ja. Und kürzlich erzählt er mir vom Hintergrund des Egerländer Marsches, des tschechischen Komponisten und sehr angesehenen KOK-Kapellmeisters Wendelin Kopetzky. Und dieser Egerländer Marsch, der 1891 in Pilsen Premiere hatte, ist der Marsch des Egerländer Infanterieregiments Nummer 73 geworden. Dieses wurde einer von Kopetzkys 200 Märschen und ich glaube der schönste und der bekannteste. Zwischen den Weltkriegen war dieser Marsch verboten, da er zu einer Art von Freiheitsmarsch für die Egerländer geworden ist. Er wird oft gespielt als Zugabe bei Konzerten und auch denen des Graslitzer Musikvereins. Und mein Vater erinnert sich an frenetischen Jubel des Publikums. Und auch mit unserer Familiengeschichte ist dieser Marsch ganz kurioserweise verwoben. Mein Urgroßvater Vinzenz Püchner, der ist 1870 geboren. Kopetzky ist 1844 geboren. Und der Vinzenz spielt also in Kopetzkys Militärkapelle in Eger. Und schließlich bittet Kopetzky Vinzenz darum, dass er ihm doch Egerländer Volkslieder sammeln möge. Dies tut Vinzenz. Und dies führt zur Komposition vom Egerländer Marsch. Lassen Sie sich abschließend auf den Festplatz des Graslitzer Hausbergs versetzen, wo der Graslitzer Musikverein Blumenthaler gerade ein klassisches Konzert gespielt hat, vielleicht in einer lauen Sommernacht. Die Begeisterungsrufe des Publikums, als schließlich die Zugabe ertönt, nämlich der Egerländer Marsch, die kann man sich kaum vorstellen. Nebendran sind die Wirtsleute, die schon ihr Bier zapfen für die gleich erwarteten Gäste. Magnus hat für uns eine Version für Fagott und Klavier des Egerländer Marsches vorbereitet. Und ich habe von Frau Brücking-Lazar gehört, dass es zwar kein Bier geben wird, aber gleich einen Sekt. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen. Thank you.
Mein ganz großer Dank an diese Performance des Ehepaars. Frau Püchner, Sie haben uns mitgenommen in eine Zeit mit einer Warmherzigkeit, aber auch mit etwas einer so authentischen Geschichte. Ich hätte am liebsten Ihre Familie gleich kennengelernt, weil Sie das so schön und anschaulich erzählt haben, dann mit Musik untermalt. Und lieber Magnus Nilsson, ich höre sehr viel Musik. Violine ist zwar mein Lieblingsinstrument, das darf ich sagen, aber ab heute werde ich Fagott hören und werde mir das anhören. Das ist auch ein so schönes Instrument und leider hört man es im Orchester nie so als Soloinstrument. Herzlichen Dank für Ihre Kunst. Herzlichen Dank, dass Sie diesen Abend so bereichert haben. Ich darf mich bei allen bedanken, die daran teilgenommen haben, diese wunderbare Veranstaltung heute Abend vorzubereiten und Sie zu begleiten, mein Team. Und ich wünsche uns jetzt noch ein paar gute Gespräche und schauen Sie sich bitte an. Schauen Sie mal Herrn Schittat. Herr Schittat erzählt gerne, er ist noch ein richtiger alter Ostpreuße und kann so wie Sie aus dem Egerland Dinge erzählen, dass man Lust hat, sofort auch nach Ostpreußen zu reisen. Ich hatte das Glück, einmal mit Herrn Schittat und meiner Familie in Ostpreußen zu sein. Und wenn man so etwas ganz persönlich erlebt, ist das von Vorteil. Deswegen herzlichen Dank an Sie und herzlichen Dank an Sie alle, die unsere Arbeit begleiten, die, ich sage es mal, so aktuell geworden ist, dass man sich sehr engagiert dafür einsetzen sollte, jeden Tag. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben.